Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Online-Gottesdienst hier aus der Rembertikirche. Ich bin froh, dass wir dieses Format wagen und auf diese Weise miteinander in Verbindung bleiben. Und ich weiß, dass sich heute nicht nur unsere Bremerinnen und Bremer einklicken, denn unsere Gemeinde ist weit verteilt. Einige schalten sich aus Hamburg zu oder aus Frankfurt und Heinsberg, aus dem Vogtland und aus der Pfalz, sogar aus Teneriffa und Bimini. Ihr alle aus der weiten Ferne habt mir in den letzten Tagen geschrieben und da dachte ich, na, auf die Idee hätten wir auch mal früher kommen können. Also herzlich willkommen in diesem Moment mit Bildern aus eurer Rembertikirche, die euch ein kleines Stück von zu Hause schenken möge. Ganz herzlich begrüße ich auch Lea Vosgerau, unsere neue Kantorin, die heute hier an der Orgel live und in Farbe sitzt. Herzlich willkommen in Remberti. Sie beginnen ihre neue Stelle in dieser wilden Zeit und ich freue mich, dass wir ihre Musik hören dürfen. Zu Beginn hören wir Lea Vosgerau an der Orgel mit dem Lied »Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt«. Denn heute ist Palmsonntag. Heute beginnt die Karwoche, in der wir langsam auf Ostern zugehen. Und der blühende Mandelzweig ist ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt. Eine leere Kirche, das ist eine Herausforderung. Es ist leichter, wenn ich euch sehen kann. Wenn wir hier sonntags in der Rembertikirche zusammen sind, dann weiß ich immer, wen ich ansehen kann. Da ist die kleine Fraktion aus Ostfriesland mit den verlässlichen, kritischen, aber liebevollen Nachfragen. Meine älteren Damen, die mich anspornen, die Psalmen weiter zu übersetzen. Die ein oder andere junge Familie, die es genießt, hier zu sein. Und natürlich meine Kritiker, die mich herausfordern, aber auch unser liberales Leutsiegel unserer Gemeinde. Ihr fehlt mir. Denn durch euch weiß ich immer, was ich sagen will. Aber was soll ich sagen in dieser Zeit? Meine Gedanken von heute sind morgen schon überholt. Denn unsere Welt hat an Fahrt aufgenommen. Alles bleibt anders jeden neuen Tag. Und so wollen wir in diesem Gottesdienst Psalm 91 in meiner Übertragung beten. Thank you.
Wer unter dem Schirm von Gottes Liebe sitzt und den Schatten genießt, den dieser Schirm der Liebe wirft, der kann zu Gott sprechen und sagen, meine Zuversicht und mein Halt ist Gott. Unter diesem Schirm von Gottes Liebe hast du ein Zuhause. Darin zeigt dir Gott seine Treue ein Leben lang. Darum musst du keine Angst haben, keine Angst vor der Einsamkeit, die nachts am lautesten ist. Keine Angst vor der Schnelllebigkeit deiner Welt, die dich am Tag mit Bildern überflutet. Du musst keine Angst haben vor dem Unglück, das dich treffen könnte. Denn Gott ist dein Zuhause, dein Halt und deine Zuversicht. Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Der Segen Gottes wird dich umhüllen dein Leben lang. Darum vertraue und fühle, was Gott in dein Herz geschrieben hat. Ich liebe dich, darum will ich dir stets helfen. Ich kenne deinen Namen, darum will ich dich beschützen. Ich höre dich, wenn du mit mir sprichst, und ich segne dich mit Strömen der Liebe. Vieles strömt in diesen Tagen auf uns ein und verlangt uns viel ab. Meine Mutter zum Beispiel hat tüchtig Mühe damit, zu Hause zu bleiben. Neulich waren es die Erdbeeren, die ihr zum Überleben fehlten. Auch mir fällt es natürlich nicht ganz so leicht. Aber was sein muss, muss nun sein. Ich telefoniere viel. Manchen macht die viele Zeit zu Hause in den vier Wänden zu schaffen. Man kann ja nicht jeden Tag Fenster putzen, den Schrank aufräumen und alle Socken bügeln. Damit ist man irgendwann fertig. Und dann kommt diese Stille in die vier Wände. Das ist nicht leicht. Aber es gibt Bücher, es gibt Musik, es gibt Radio. Und es gibt den Frühling, der leise sagt, Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, das ist ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt. Gott vergisst uns nicht. Andere überflutet die Nähe und Enge zu Hause. 24 Stunden nonstop aufeinander. Das schaffen nicht einmal Flugzeuge. Kinder, Eltern, Homeoffice, Krabbeln, Tennis gegen die Wand spielen, Telefonkonferenz im Badezimmer, Eierkuchen backen, Mehlschlacht, endlich mal das Regal aufbauen, Hausaufgaben im Schlafanzug. Bei den einen geht es zu wie im Tollhaus, und bei den anderen wie bei Robinson Crusoe. Und dann höre ich von denen, die in diesen Tagen kräftemäßig an ihre Grenzen kommen. Akku fast leer steht in ihrem Status. Und ich höre von denen, die um ihre Existenz bangen, wo alles vor dem aussteht. Dieser Virus wirbelt alles durcheinander. Aber wir bemühen uns alle, dass dieser Virus eben nicht weiter wirbelt. Wir wollen den einfach nicht. Dieser Virus soll sich einfach verdünnisieren. Und doch gibt es eben diese Momente, wo Angst aufbricht. Ich mag die Angst nicht. Wenn sie mir zu groß wird, dann mache ich es wie der berühmte Philosoph Immanuel Kant. Dann stelle ich mich ans Fenster, an die Luke meiner Arche, mache sie auf und bestaune den gestirnten Himmel über mir. Ich weiß,
Da ist Gott wahrscheinlich nicht auf der Milchstraße oder irgendwo zwischen Mars und Venus wohnt. Aber der Himmel ist ein Sinnbild von Gott, das mich besonders berührt. Ich sage Gott dann, was mich quält, ängstigt oder bedrückt. Und ich bleibe so lange da stehen, bis der Himmel mich getröstet hat. Bis ich fühle, dass die Angst geschmolzen ist. Bis ich fühle, wie Gott mich festhält. Es wird noch eine Weile so bleiben. Und das müssen wir aushalten. Es hilft jetzt nichts, 24 Stunden am Tag Nachrichten zu gucken und Informationen zu sammeln. Das macht uns nur verrückt. Aber so wie es jetzt ist, wird es nicht für immer bleiben. In den biblischen Erzählungen gibt es die Geschichte von Noah und seiner Arche. Auch er musste es mit seiner Familie und den ganzen Tieren auf engstem Raum aushalten. Mehr als 150 Tage, das ist eine sehr lange Zeit. Zumal die Arche Noah kein Luxusliner war mit Balkonkabine, schönen Restaurants oder einer Wellnesslandschaft. Als alles überstanden war, wurde Noah und seine Familie von Gott gesegnet. Gott setzte seinen Regenbogen in die Wolken. Als Zeichen der Verbundenheit zwischen ihm, unserer Erde und uns Menschen. Und dieser Regenbogen gilt auch heute. Gott grüßt uns durch alle Zeiten mit diesem ureigenen Farbenspiel unseres Planeten und sagt zu uns, ich bin da, ich bleibe bei dir, ich halte dein zitterndes Herz und glätte die Wogen deiner Angst. Ich bin da, irgendwo da oben. Über dem Regenbogen.
Zum Ende dieses Gottesdienstes wollen wir miteinander beten. Gott, unsere Welt hat sich verändert und ihr Klagen schreit bis in den Himmel zu dir. Aus allen Ländern, aus den Krankenhäusern, aus den leeren Wohnungen, aus den Flüchtlingslagern, aus den Booten auf dem Meer, von den Straßen der Obdachlosen. Eine unsichtbare Sintflut bricht über uns herein und reißt sichtbar unseren Alltag mit sich. Unser Rettungsboot heißt Zuhause, heißt Mitgefühl, heißt Alleinsein und Zusammenhalt und heißt vor allem auch Fürsorge für die, die kein Zuhause haben. Unsere Herzen schlagen leise am Tag, aber in der Nacht trommelt die Angst im Verborgenen. Die Menschen, mit denen unser Leben verwoben ist, unsere Mütter und Väter, unsere Kinder, unsere Schwester, unser Bruder, sie sind alle weit weg und wir können sie nicht besuchen. Barmherziger Gott, wir bitten dich inständig, behüte sie, lass ihnen nichts widerfahren und führe, wenn es sein kann, uns wieder zusammen. Nimm unsere Angst in deine Hände und verwandle sie in Hoffnung. Berge uns unter dem Schatten deiner Flügel und spanne sie weit auf deine Flügel, Gott, denn wir suchen nach Geborgenheit, nach Halt und Sinn mitten im Wahnsinn. Flüstere, dein fürchte dich nicht in unsere Köpfe. Nenn uns alle beim Namen und lass uns fühlen, dass wir deine Kinder sind. Und so bitten wir dich, höre uns und segne uns mit Strömen deiner Liebe. Amen. Und so wollen wir uns an diesem Tag unter Gottes Segen stellen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und verleihe dir seinen Frieden. Amen.